Leipzig wartet. Vorher möchte ich aber nochmal gucken. Hier haben wir Angebote. Aber nehmen wir mal eben. Macht zwar sonst eigentlich unser Mitarbeiter, aber vielleicht können wir da mehr aushandeln. Und ich will unbedingt hier nochmal reingucken, meinen Scouts. Das habe ich schon wieder vergessen gehabt. Trainerschulung müssen wir abhalten. Maxi Merkel schicken wir da los. Vielleicht findet er irgendeinen Rohdiamanten. Und einen Bolzplatz erweitern. Wen schicken wir denn da mal hin? Den Christian Günther. Nationalspieler, geht da mal vorbei. Beim Schulprojekt nimmt Leigh Griffiths teil. Hier, komm. Unser Torschützenkönig. Okay, die decken das ab. Schul ist zum Glück wieder fit. Und kommt wieder ins Team. Ein Angebot für Julian Chabot. West Ham United. Das lehnen wir natürlich ab. So eine neue Nummer 1 wollen wir nicht abgeben. Wollen wir nochmal gucken. Kann man nicht erhöhen. Können wir den Vertrag verlängern? Nee, er ist noch zu lang gültig. Er verdient ein bisschen wenig für seine Leistung. Wahrscheinlich will er uns dann am Vertragsende auch verlassen. Schade. Aber mal gucken. Vielleicht können wir bis dahin noch was tun. DFB-Pokal. Gegen Leipzig zu Hause. Das müsste eigentlich klappen. Was ist hier los? Ach, da sind wir welche verletzt. Jo, die sind alle fit. Das Spiel am Samstag. Ich könnte welche schonen. Soll ich das tun? Ich könnte Tolja mal eine Pause geben. Abja müsste das auch hinkriegen. Gießen könnte für Pelé spielen. Und Reese könnte für Griffiths mal ran. Finn Stark für Schopenhauer. Der auch mal eine Pause bräuchte. Und für Demir Beispiel Singh. Und das ist nur Toni Leistner. Aber der muss halt durchhalten. Auf die Zähne beißen. Wird schon gut gehen. Gebt euer Bestes. DFB-Pokal-Viertelfinale. Leipzig tritt in Bestbesetzung an. Fordern uns heraus. Wir schonen ein paar Spieler. Können aber notfalls von der Bank welche reinbringen. Auf geht's. Pokalspiel. Gießen mit dem Anstoß hinten. Kerk setzt sich da durch. Leider der Ball abgefangen. Aber Reese erobert den Ball zurück. Leipzig scheitert an Gießen. Schul auf Kerk. Jetzt viel Platz für Kerk. Leider vor Reese noch jemand am Ball. Oh, das Spiel findet ohne Mittelfeld anscheinend statt. Zing verliert den Ball. Oh, Uma ist durch. Auf der linken Seite. Abja kommt da nicht hinterher, der alte Mann. Uma mit der Flanke. Und der Führungstreffer für Leipzig. Jonathan Schmid. Erstes Tor im Wettbewerb. Oh, erste Chance, erstes Tor. Unglaublich. Super, wie er den Ball verwandelt hat. Der Torhüter ohne jede Chance. Ja, mit der Abwehr läuft es derzeit nicht so. Kriegen früh Gegentore. Reese wird niedergerissen. Das ist gelb. Der wäre auf dem Weg zum Tor gewesen. Gianmarco. Oh, da kann man schon fast über eine rote Karte reden. Kerk mit der Freistoß und Möglichkeit. Abgefälscht. Friedel haut ihn hinten raus. Kerk nochmal. Wieder Uma. Diesmal müsst ihr ihn aufhalten. Sehr gut. Leisner rückt raus. Pedro Henrique über rechts. Zing. Setzt sich da durch. Schul.
Kriegt den Ball zu Rese und der... Oh, Gulaschi hält, schade. Schul mit der Ecke. Schon wieder ein Regenspiel. Ein sehr verregneter Monat. Also dieses Gewitterspiel. Oh. Da war Gulaschi nicht so sicher. Umar, jetzt die Konterchance. Schmied auf der anderen Seite durch. Günther mit der Grätsche. Schmied weiter am Ball. Aber Schul hinten ganz sicher. Nur Rese verliert wieder den Ball. Gut, dass Singh da ist und aufräumt. Kerk über links. Wechselt die Seite auf Pedro Henrique. Den kriegst du noch. Friedel haut da Pedro Henrique weg. Gibt einen Freistoß. Und eine gelbe Karte für Leipzig. Wobei Friedel da den Ball spielt. Oh. Da hat Pedro Henrique Glück gehabt. Kerk jetzt mit dem Freistoß. Bring ihn rein. Schade. Das kann er besser. Schul setzt sich da erst durch und verliert dann den Ball. Schade. Gießen. Gießen setzt sich da gegen Diagne durch. Schon wieder ein Freistoß. Nächste Chance für Kerk, sich zu beweisen. Wieder in die Mauer. Aber Gießen holt den Ball zurück. Zu Rese. Rese kommt nicht vorbei, schade. Leipzig steht tief hinten drin. Pedro Henrique an Ferrari vorbei. Pedro Henrique mit der Riesenchance. Und Gulaschi mit einer Glanztat. Taucht da ab. Und holt sich noch den Ball. Ecke. Kein Problem für Gulaschi. Singh war zwar eingelaufen. Aber Gulaschi fängt ihn einfach weg. Günther. Singh jetzt mal im Mittelfeld durchgesetzt. Aber Rese kriegt die Bälle vorne heute nicht. Die starke linke Seite mit Friedel und Umar ist jetzt unter Kontrolle. Das Direktspiel klappt nicht so. Jetzt ist Umar durch auf der linken Seite, rechten Seite. An Apia vorbei. Da rückt keiner raus. Leistner, da musst du ran. Und das 2-0. Das sieht nicht gut aus. Wieder über Umar. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Schön rausgespielt. Schubel auf Rese. Die sind da ganz sicher im Mittelfeld. Stark wieder gefoult. Leipzig hier richtig gut unterwegs. Aber zu Hause auszuscheiden, das kann es doch nicht sein, Jungs. Wir hatten ja eigentlich nach den anfänglichen Problemen richtig gut im Griff hier. Jetzt dreht der Umar wieder auf. Abrashi scheitert an Singh. Nochmal eine Konterchance und wird weggepfiffen. Oh Mann, Schiri. Wir hatten mehr Schüsse aufs Tor, leider nicht getroffen. Wird hart, das aufzuholen. Ja, was sollte ich für Wechsel bringen? Rese bringt es heute gar nicht, da kommt Griffiths rein, das ist klar. Wo können wir uns noch richtig verstärken? Dem hierbei könnten wir noch bringen, für Singh. Ein bisschen Druck machen. Soll ich Gießen oder Apia rausnehmen? Aber Apia habe ich keinen Ersatzspieler für. Oder kann einer von denen... Leistner könnte es, aber schwach. War nicht viel schwächer als... Na ja, komm. Dann bringen wir Schopenhauer auch noch. Riskanter Wechsel. Eine Brandrede. Wir müssen die motivieren für die zweite Hälfte. Versuchen nochmal alles, um hier das Spiel zu drehen. Schmied setzt sich da durch auf der rechten Seite gegen Günther. Spielt den Ball rein. Leistner, alle gehen vorbei. Umar jetzt nochmal. Geht vorbei.
Aber Chabot hält. Schwul auf dem hierbei. Pedro Henrique. Spielt den Ball. Wird aber abgefangen, aber er hat die zweite Chance. Wieder auf Griffiths, Griffiths, Kerk und da ist der Anschlusstreffer. Kerk. Torwartfehler von Gulaschi, da hätte er rauskommen müssen. Sebastian Kerk, wichtiger Anschlusstreffer. Was macht Gulaschi da? Träumt vor sich hin. Umar, Pedro Henrique macht da jetzt Druck auf ihn. Nächste Chance, nein. Ferrari kann noch mal den Ball ablocken. Dem hierbei, er holt sich den Ball. Kerk scheitert. Aber Günther holt den Ball zurück. Kerk, nächste Chance. Auf Schuhe. Schuhe. Allein vom Tor. Gulaschi mit der Parade. Jetzt wollen es die Osnabrücker wissen. Wir brauchen den Ausgleich. Dem hierbei mit der Ecke. Gut reingebracht. Günther. Riesenchance auf Pedro Henrique. Pedro Henrique gegen die Latte. Kerk. Und Kerk macht's, der Ausgleich. Sebastian Kerk. 2:2. Die Aufholjagd geht weiter. Da hält es natürlich kein mehr auf den Sitzen. Gute Ecke. Für ein Tor. Das ist der Ausgleich und jetzt ist alles wieder offen. Und dann der Abstauber von Kerk. 2:2. Schmied versucht jetzt über rechts. Dribbel ins Aus. Jetzt muss Leipzig was tun. Wechseln nochmal andere Spieler ein. Geraten hier richtig unter Druck. Die Brandrede in der zweiten Hälfte, in der Halbzeitpause hat was gebracht. Osnabrück tritt hier ganz anders auf. Kerk jetzt über links. Ganz viel Platz. Spielt ihn wieder in die Mitte zu Schuhe. Schuhe. Zu Griffiths, Griffiths mit dem Tor! 3:2! Lay Griffiths! Da ist der Führungstreffer! Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats, ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Leistner sehr gut immer aufgehalten. Pedro Henrique, komm! Geh vorbei. Ah, dem hierbei. Ganz stark. Kämpfen jetzt füreinander. Pedro Henrique verliert den Ball. Aber er setzt da Uma unter Druck. Dem hierbei spielt ein Fehlpass. Schade. Aber holt den Ball zurück. Kerk jetzt nochmal. Auf Griffiths. Griffiths mit der Riesenchance. Griffiths. Was gibt's jetzt? Elfmeter? Was hat er da gepfiffen? Okay, es gibt Elfmeter. Warum? Verstehe ich nicht ganz. Foulspiel wahrscheinlich. Schul macht's. Knapp, aber der Ball ist drin. 4:2, das ist die Entscheidung. Was für ein Comeback. 0:2 zur Pause, jetzt 4:2. Günther. Gießen fängt den Ball ab. Super. Günther verliert schon wieder das Duell gegen Schmied. Schmied auf der Seite durch. Aber der Ball wird rausgehauen. Uma nochmal. Aber Chabot, ganz sicher. Spielt den Ball lang raus hinten. Behrens mit der Riesenchance, aber zum Glück, ja, im Abseits. Super Abseitsfalle. Schul auf Kerk. Günther gut den Ball erobert. Kerk nochmal. Wird gefoult, nochmal ein Freistoß für Osnabrück. Spiel ist gleich vorbei. Griffiths bringt den Ball rein. Schade.
Gute Chance nochmal für Schul. Schul mit dem Abschluss. Aber Gulaschi, kein Problem mit so einem schwachen Schuss. 3 Minuten Nachspielzeit. Griffiths nochmal auf Pedro Henrique. Pedro Henrique, Handspiel. Ja. Das Spiel ist gelaufen. Gießen. Gut durchgesetzt. Kerk verliert den Ball. Pfeif ab, Schiri. Das Spiel nochmal unfassbar gedreht mit einer 4-0. 4 Tore, zweite Halbzeit. Bin gespannt, auf wen wir jetzt als nächstes treffen im DFB-Pokal. Was für eine Leistung. Erst der Anschlusstreffer, dann der Ausgleich und dann Griffiths mit der Führung. Hertha, Bayer Leverkusen und Hoffenheim sind noch in der Auslosung. So, Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert. Und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für Ihre Aufmerksamkeit daheim. Und Kerk mit dem Abstauber. Ja, gutes Spiel. Ja, gute zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit war totaler Mist. Da sieht man, was für einen Unterschied das macht, wenn die guten Spieler, auch wenn viele gute Spieler geschont werden müssen. Kerk im sensationellen Spiel. Was für eine zweite Hälfte. 9 Schüsse aufs Tor. Leipzig mit 3 Schüssen aufs Tor, 2 drin. Das ist meine Quote. Bin ich gespannt, auf wen wir im Halbfinale treffen. Leichtslos ist nicht mehr dabei. Hertha zu Hause. Oh, ich würde gerne auch zu Hause spielen. Oh, schade. Wir müssen nach Berlin. Vielleicht zweimal in Berlin spielen. Und Leverkusen zu Hause gegen Hoffenheim. Pokalprämie. 1,75 Millionen. Also Geld haben wir wirklich reichlich. Und wir fahren schon mal im Halbfinale nach Berlin. Nicht nur im Finale, auch im Halbfinale. Berlin, Berlin. Ja, Auswärtsspiel jetzt gegen Schalke am Wochenende. Die Mannschaft ist ein bisschen geschafft. Aber einige konnten sich dann doch ein bisschen noch erholen. Griffiths hat jetzt wieder 4 Punkte Frische dazu. Bis zum Schalke-Spiel werden das wieder ein paar mehr werden. Leistner, ah, das klappt aber noch gegen Schalke. Das kriegt er hin.